Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen. Die CSGO Top 10-Reihe startet wieder durch. Ich wurde gefragt, ob ich da nicht wieder was machen kann, gerade weil ja auch einige Zeit vergangen ist seit der letzten Top 10 und eben viele neue Skins dazu kamen. Und das stimmt. Und darum schauen wir jetzt rein. Ich werde wieder alle Waffen einmal durchmachen. Wir fangen mit der CZ an und ballern dann schön durch alle Pistolen, alle SMGs und so weiter und so fort. Und ich gehe wie immer von meinem 10. Platz, also vom schlechtesten bis hoch zum 1. zum besten Platz. Und natürlich könnt ihr wie immer diese ganzen Sachen auf Skin Baron kaufen. Kuss. Platz Nummer 10. Da haben wir direkt ein ganz wildes Teil und zwar The Fuchsia Is Now. Ultra, ultra, ultra cooler Name. Ich kannte die Waffe davor noch überhaupt gar nicht. Ich habe die auch noch nie gesehen. Schon ein bisschen älter. Ich meine ja sogar von 2014, also sogar bald 10 Jahre alt. Darum sieht man das Teil wahrscheinlich auch nie. Und der Name ist schon mal extrem geil und natürlich auch, worauf es hier ankommt, die Optik. Vor allem mit diesem kleinen Akzent hier, das ist mir ganz wichtig. Weiter geht's mit dem 9. Platz. Da liegt bei mir die Tigris. War jetzt noch nie so ein extrem geiles Teil, aber sieht insgesamt schon ganz nett aus mit dem Farbenfade und mit diesen schönen Mustern da drauf. Kann man die schon auf jeden Fall mal machen. Diese hier habe ich auch früher mal eine ganze Weile, gut, ich will nicht sagen gespielt, weil ich die CZ eigentlich nie spiele, weil ich es nicht kann. Aber ich hatte sie mal eine Weile ausgerüstet, in StatTrak natürlich, das ist klar. Aber ich kam noch nie mit der geringen Munitionskapazität klar. Die Pole Position liegt auf meinem 8. Platz. Ich weiß gar nicht, wie die Sachen damals eingeordnet waren. Ich glaube, ich habe mit den Top 10s angefangen, 2017, 18 oder 19, also mit dem ersten Mal. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal alle 2020 durchgenudelt. Und jetzt sind wir halt bei 22, 23 angekommen. Ich weiß nicht mehr, was, wo, wie lag. Es ist jedes Mal eine komplette neue Bestandsaufnahme oder vielmehr eine Zustandsaufnahme. Und ja, ich meine aber auch, dass die Pole Position trotzdem mit dabei war damals. Hier gefallen mir auf jeden Fall die Farbenspielereien und eben natürlich die Flagge im Hintergrund, die geschwenkt wird und hin und her. Also das ist schon sehr viel Dynamik mit drin. Dann noch die roten Outlines. Muah. Auf Platz Nummer 7 liegt die Emerald. Ich bin Grün-Fan, das Teil ist grün. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Auf dem 6. Platz liegt ein interessantes Teil, das wir jetzt auch schon diverse Male im Giveaway hatten, und zwar die Circetus. Das Artwork spricht für sich selbst, sehr detailreich. Ach, und hier direkt die Frage, wollt ihr, dass ich in Zukunft auch irgendwie so einen Geldbetrag einblende, was die wert ist? Ja, wahrscheinlich wollt ihr das. Ah. Ich habe es jetzt für die hier noch nicht aufgeschrieben, aber später im Editing mache ich hier oben links wahrscheinlich die Zahlen hin, Top X, ne, und hier rechts dann einfach das Geld, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr es nicht wollt, also von daher, let's go. Die Tacticat liegt auf dem 5. Platz, hier hat mir das Farbenspiel schon immer gefallen, natürlich auch die Pfotenabdrücke hier unten ganz besonders, die sind von meiner Katze, das ist klar, von der Barb, und auch das hier sieht sehr, sehr sweet aus. Ist auf jeden Fall ein Skin, den man immer gerne nimmt, klar. Die Red Esther liegt auf meinem 4. Platz und ist auch nach wie vor, so wie die Pole Position zum Beispiel auch, eher in diesem Race-Arrangement eingereiht. Zumindest erinnert mich die Bemalung irgendwie an Autorennen. Schöne Farben, vor allem, das ist auch so ein dunkles Rot, das gefällt mir gut. Und ja, das war's. Jetzt kommen die vorderen 3 Plätze und da habe ich euch ja früher immer, und das werde ich jetzt auch machen, gefragt, ob ihr wohl schon ungefähr wisst, was auf Platz 3, 2 und 1 wohl so liegt. Bei manchen Waffen zumindest konnte man das früher immer recht gut vorhersagen, wie halt zum Beispiel bei irgendwelchen Geschichten, wo eine Hyper Beast dabei ist, da war die Hyper Beast dann meistens in den Top 3 und so weiter und so fort. Und ich frage euch auch hier wieder, was liegt wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz? Haut raus! Wir schauen rein auf den 3. Platz in 3, 2, 1. 3. Platz, die Eco. Ja, ich weiß schon, wieder grün? Yes, ich mag grün halt sehr. Und dann auch mit dem Weiß, kommt richtig gut. Und da ich immer auf die Umwelt achte, meine Damen und Herren, solltet ihr übrigens auch, ist das halt schon ein lecker Teil. Die kannst du in den Wald werfen, da wächst ein Baum draus. Geil. Die Xiang Liu liegt auf meinem 2. Platz. Ich glaube, die war damals auf dem 1. Aber der wurde mittlerweile anders belegt. Auch eine sehr nice Waffe. Vor allem eine, die damals schon diese Oberflächenstruktur vorgegaukelt hat, also wenn hier wirklich so richtige Löcher drin wären. Das hat mir damals schon gefallen, ist auch so ein bisschen Trypophobia-mäßig, aber naja, kann man schon machen. Kommen wir aber jetzt zum 1. Platz. Und zwar haben wir da die CZ75 Auto Syndicate. Normalerweise bin ich ja gar nicht so ein Gold-Gelb-Fan, aber das Teil hier ist ultra gut umgesetzt, auch mit den Spritzern hinten drauf oder Mackern oder was das sein sollte, die blauen kleinen Elemente, die beiden hier, und einfach dieses Gesamtbild gefällt mir hier sehr, sehr gut. Das ist also mein Platz 1. Ihr könnt natürlich auch gerne eure eigene Top 3, Top 5 oder Top 10 in die Kommentare ballern. Sehr, sehr gerne sogar. Guckt euch das hier hinten an. Das sieht aus, als wenn es aus Stein geschlagen wäre. Richtig nice. Gut, dann freue ich mich auf eure Listen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns somit im nächsten Video in 2 Tagen oder im heutigen Livestream. 18 Uhr geht's wieder los. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir werden jetzt auch Anfang des Monats das Knife-Giveaway öffnen. Also rankommen, meine Damen und Herren. Mit Instagram.
geben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Insel.